Rachel Bilson wurde vor allem durch die beliebte 2000er-Serie OC California bekannt. Dort spielte sie die süße, aber doch recht zickige Summer Roberts. Bei der ersten Staffel war sie gerade mal 18 Jahre alt. Doch was macht die Schauspielerin seitdem? Vor ihrem Durchbruch bei OC war sie schon in kleineren Rollen im TV zu sehen. In Meine wilden Töchter und Buffy im Bann der Dämonen spielte sie als Teenager Nebenrollen. Den Eintritt in die Medienbranche konnte ihr wohl auch ihre Familie ermöglichen. Ihr Großvater Bruce Bilson ist nämlich als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor ebenfalls im Filmbusiness erfolgreich. Nach dem Ende von OC California im Jahr 2007 war sie in Nebenrollen in bekannten Serien wie How I Met Your Mother oder Gossip Girl zu sehen. Eine größere Rolle, die ihrem Erfolg von OC California sehr nahe kam, war die der Dr. Zoe Hart in Heart of Dixie. Für die Serie stand sie von 2011 bis 2015 in 76 Episoden in einer Hauptrolle vor der Kamera. Weitere größere Rollen in namhaften Produktionen konnte sie bislang nicht mehr an Land ziehen. Zuletzt war Rachel Bilson in der Fernsehserie Take Two im Jahr 2018 zu sehen. Auch ihr Privatleben lief so durchwachsen wie ihr berufliches. Am Set von OC California funkte es zwischen den Darstellern nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Von 2004 bis 2006 führte Rachel eine Beziehung mit Seth Cohen-Darsteller Adam Brody. Dieser ist heute mit Gossip Girl-Star Leighton Meester verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. 2007 fand Rachel dann in Schauspieler Hayden Christensen ihre große Liebe. Die beiden standen für den Film Jumper gemeinsam vor der Kamera. Die beiden waren verlobt und bekamen im Jahr 2014 eine gemeinsame Tochter. 2017 löste das Paar dann allerdings seine Verlobung und ging getrennte Wege. Anfang 2020 machte sie ihre Beziehung zu dem Schauspieler und Komiker Bill Hader bei der 77. Verleihung der Golden Globes öffentlich, als die beiden händchenhaltend den roten Teppich betraten. Nach nur einem halben Jahr soll Medienberichten zufolge wieder Schluss sein, bestätigt haben das die beiden aber nie. Rachel und Bill lernten sich bereits während der Dreharbeiten zu Die To-Do-Liste im Jahr 2013 kennen. Verändert hat sich die Schauspielerin in all den Jahren nicht wirklich, wenn man einen Blick auf ihren Instagram-Account wirft.